Hallo. Ja, die liebe Sandmilli oder Sandmilli, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Sandra. Sorry. Hat mich getaggt mit zwei Tags. Und jetzt wollte ich den einen davon schon mal machen, bis es dunkel wird, weil es wird bestimmt gleich dunkel in 20 Minuten oder so. Ich weiß nur gerade nicht, wie der Tag heißt. Ich habe mir das nicht mit dazu geschrieben. Über mich oder so. Das Lustige ist, ich habe gedacht, ich hätte den Tag schon gemacht. Und dann habe ich meine Videos durchgeguckt. Und der war da nicht. Und dann dachte ich, hä? Und dann habe ich meine Videos mal durchgeguckt, die ich vorgedreht hatte. Und da war das auch irgendwie nicht. Und dann dachte ich, okay. Habe ich das jetzt vielleicht schon gedreht und aus Versehen gelöscht? Ich habe keine Ahnung. Also. Ich mache das jetzt einfach nochmal und ich weiß nicht, wo dieses, keine Ahnung. Oder ich habe damit angefangen und wurde unterbrochen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das sind 15 Fragen und ja, auf los geht's los. Wie magst du dein Spiegelei? Von einer oder von beiden Seiten gebraten? Ich habe letztens noch bei Galileo gelernt, wenn man das Spiegelei nur von einer Seite brät, dann ist es kein Spiegelei, dann ist es ein irgendwas anderes. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich mein Ei von einer Seite gebraten und das Eigelb in der Mitte muss noch schön flüssig sein. Und dann mag ich es am liebsten auf Toast mit Frischkäse und Tomate und dann das Spiegelei drauf. Das ist lecker. Müsst ihr mal probieren. Ja. Frage 2. Schönheit versus Gesundheit. Was ist dir wichtiger und wie weit würdest du für die Schönheit gehen? Wichtiger ist natürlich die Gesundheit. Was nützt mir meine ganze Schönheit der Welt, wenn ich krank bin? Und Leute, ich mit meiner Migräne muss es wissen. Das nützt mir gar nichts, wenn ich. Ne? Aber wenn ich den ganzen Tag nur im Bett liege und mich scheiße fühle. Also Gesundheit ist definitiv wichtiger. Ja, und wie weit würdest du für die Schönheit gehen? Weiß ich nicht. Wenn ich richtig gesund wäre und jede Menge Kohle hätte, dann. Ne? Könnt ihr euch denken, euren Teil. Frage 3. Was wolltest du dir schon immer mal kaufen und hast es aber noch nicht gemacht? Keine Ahnung. Eine Eigentumswohnung? Ich weiß nicht. Ein Hund? Ja, was Witzigeres fällt mir jetzt nicht ein. Keine Ahnung. Duschst du morgens oder abends? Ich dusche morgens. Weil ich erstens das Gefühl sonst habe, dass ich den ganzen Tag irgendwie unangenehm rieche, nicht frisch halt und ich komme auch nicht. Ich werde auch nicht so richtig wach, wenn ich nicht geduscht habe. Und ich kriege meine Haare auch nicht hin, wenn die nicht gewaschen sind. Wenn ich morgens aus dem Bett komme, sehen meine Haare ganz komisch aus. Also ich muss die waschen, sonst geht nicht anders. Frage 5. Das schlimmste psychische Gefühl, was du je empfunden hast? Trauer, würde ich sagen. Einen Menschen zu verlieren, der einem wichtig war oder ist. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Frage 6. Beschreibe dich mit drei Wörtern. Das ist echt eine heftige Frage. Ich kann sowas eigentlich überhaupt nicht. Ich würde sagen, ich bin überordentlich. Ich bin manchmal zu nett und unsicher, würde ich auch sagen. Frage 7. Ein Lied, was dich zum Weinen, Nachdenken bringt oder das dich an eine Person oder Situation erinnert.
Da gibt es ein Lied aus Notting Hill. Da muss ich dann immer an meinen Verlobten denken. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Weiß ich jetzt echt nicht. Ja, weiß ich nicht. Frage 8, Thema Urlaub. Wandern in den Bergen oder baden am Strand? Ich nehme den Strand. Ich bin nicht für Wandern. Ich bin, also im Grunde, wenn wir im Urlaub sind, wandern wir sowieso meistens durch die City und kaufen ein. Weil wir meistens in der Türkei im Urlaub sind. Ja, und den Rest der Zeit liegen wir halt am Strand rum. Ich bin noch ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Was hältst du von Lush? Ich finde, Lush ist. Nicht so gut, wie alle immer sagen. Ich finde, der Hype um Lush ist größer als Lush verdient. Ich war ja auch mal eine Zeit lang so, oh Lush, ich kannte Lush vor den YouTube-Videos nicht und bin dann, als ich das erste Mal Lush gesehen habe, direkt rein und fand alles toll und großartig und bin aber von vielen Sachen, muss ich sagen, enttäuscht worden und wenn ich jetzt in einen Lush gehe, dann kaufe ich bewusster ein und überlege es mir besser. Und was ich immer noch großartig finde, sind die festen Shampoos. Aber bei vielen Sachen ist wirklich nur so, oh, Lush toll. Alle finden es toll, also finde ich es auch toll. Aber letztendlich ist es gar nicht so toll. Jo. Frage 10. Deine deutsche Lieblingsstadt? Ich weiß nicht. Ich finde Berlin ganz toll. Ich war zwar noch nicht so oft in Berlin, aber als wir in Berlin waren, muss ich sagen, war ich begeistert. Ich möchte auch unbedingt demnächst nochmal nach Berlin. Ich finde aber auch Hamburg echt schön. Da würde ich auch jederzeit wieder hinfahren. Und natürlich mein Ghetto hier, wo ich wohne. Muss ich ja sagen, ne? Aber ich muss sagen, ich finde Osnabrück eigentlich ganz schnuckelig. Auch wenn unser Bahnhof total winzig ist. Aber egal. Das erste Kosmetikprodukt, was du dir gekauft hast. Ich, keine Ahnung. Ich habe die Frage letztens schon mal gelesen. Ich habe die Frage natürlich auch ausgedruckt und überflogen und ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe echt keine Ahnung. Ich könnte mal meine Schwester fragen. Sarah, wenn du das Video siehst, dann und du das vielleicht noch weißt, weil meine Schwester kann sich irgendwie an alles aus unserer Kindheit total gut erinnern und ich nicht. Also Sarah, wenn du das Video siehst und es zufälligerweise noch weißt, dann schreib das mal unten drunter. Irgendwie so, hallo, hier ist Sarah und Diana hat sich gekauft. Ich habe echt keine Ahnung. Frage 12. Isst du Fleisch? Aber natürlich. Klar. Frage 13. Kannst du tanzen? Wenn ja, was? Ich kann so Freistil. Sandra, ich mach das jetzt nicht wie du hier mit Chaka-Chaka. Ich mach die Musik an und dance hier mal ab. Ja, also ich glaube schon, dass ich tanzen kann. So, yeah und so. Aber auch nicht so wahnsinnig Bombe. Es ist schon okay. Für Diskotheken ist das, geht das schon durch. Frage 14: Natur oder konventionelle Kosmetik? Konventionelle. Ich muss sagen, bei Naturkosmetik gefällt mir meistens der Geruch irgendwie nicht. Also, ich kann damit nicht viel anfangen. Frage 15. Macht dir der Gedanke Angst, dass du auf einer Riesenkugel sitzt und durch das All fliegst? Die Tatsache, dass ich essen sitze ich ja nicht immer. Manchmal laufe ich ja auch. Aber ich lebe ja schon seit 30 Jahren auf dieser Riesenkugel und fliege einfach so durchs All und ich bin bisher noch nicht von dieser Riesenkugel runtergefallen.
Ja, mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Es gibt natürlich momentan aktuelle Ereignisse, die auf dieser Riesenkugel passieren und die nicht besonders schön sind, aber ja, das gehört nicht in ein Video. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Okay, ich weiß nicht, wen ich taggen soll. Wenn ihr Bock habt, macht mit. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst es. Und ja, ich habe keine Ahnung, wer schon mitgemacht hat bei dem Tag. Und ja, wenn euch das Video zu langweilig war, dann müsst ihr es mir nicht drunter schreiben. Dann, ihr schreibt ja auch nicht an RTL, wenn euch eine Serie zu langweilig war, oder? Nur mal so. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen, was auch immer, guten Morgen oder schönen Tag oder was auch immer vor euch liegt und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann!